Grüß Gott, liebe Schwestern und Brüder. Am heutigen Sonntag haben wir eine ganz besonders schwierige Lesung im Gottesdienst gehört. Abraham, der den Eindruck hat, er müsse seinen Sohn Isaak Gott opfern. Ich habe hier eine Darstellung dieses Geschehnisses aus Marmor geschnitzt, aus dem 18. Jahrhundert in unserer Kunst- und Wunderkammer, wo der entscheidende Moment dargestellt ist. Sie sehen Isaak auf dem Holzstoß. Sie sehen Abraham, der gerade das Messer hebt, um seinen Sohn zu schlachten. Und sie sehen den Engel, der Abraham daran hindert, der sozusagen im letzten Moment das Messer ergreift, das Abraham gegen seinen Sohn schon gerichtet hat. Damit will uns die Bibel sagen, Gott will keine Menschenopfer. Der Engel als Bote Gottes hindert Abraham daran, seinen Sohn Gott zu schlachten. Das ist eine große Erfahrung, die wir Menschen machen sollten. Gott will nicht den Tod des Sünders. Er will, dass er lebt. Das ist die Botschaft der Fastenzeit. Menschen dürfen leben. Menschen dürfen durch Christus zu einem neuen Leben, zu einer neuen Freude, zur Auferstehung gelangen. Ich wünsche Ihnen, dass Sie immer wieder einen solchen tröstenden Engel finden, der Ihnen hilft, das Unglück zu verhindern, der Ihnen hilft, an das Gute zu glauben, der Ihnen Mut gibt, dass auch Sie den rechten Weg gehen können. Das Opfer des Abraham möge uns ein Beispiel dafür sein, dass auch wir auf Gottes Liebe und Barmherzigkeit vertrauen. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Sonntag hier aus dem Neukloster und alles Gute für die kommende Woche.